Sizasport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Sizasport TV. Wir waren an diesem Samstagnachmittag hier zu Gast beim Denningau Derby, beim Spitzenspiel in der Salzburger Liga. Und zwar traf der UFC Hallein hier zu Hause auf den SC Golling. Und wir haben jetzt für euch die Highlights des Spiels und danach die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! Das Tennengau Derby UFC Hallein gegen SC Golling wird Ihnen präsentiert von Taxi Steiner 06245 70 77 5. Es war das Spitzenspiel in der Salzburger Liga. In der 18. Runde traf der Tabellenführer UFC Hallein auf den Tabellendritten auf den SC Golling. Und wir können euch eines jetzt schon versprechen: in diesem Spiel war einiges los. Es ging los in der 7. Minute, da kamen zum ersten Mal die Gollinger hier über Lukas Brückler. Allerdings tolle Abwehr von Josef Stahlbauer im Tor der Hallainer. Und nur eine Minute später kam dann Christoph Kendler zu dieser Möglichkeit. Und Artin Kulic lenkt den Ball hier gerade noch an die Querlatte. Toller Abschluss von Kendler und Glück hier für Kulic, dass der Ball an die Latte springt und nicht im Tor landet. Ja, dann in der 13. Minute allerdings wieder die Gollinger und da ist es Lukas Brückler, der den SC Golling hier nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung bringt. Es war das erwartete Topspiel und dieses Spiel hielt alles, was es im Vorfeld versprochen hatte. Hier die nächste Möglichkeit für den SC Golling in der 20. Minute. In der 29. Minute dann hier ein Foul von Reichinger an Sedic und somit gab es dann einen Freistoß für den SC Golling und der Holländer Anjo Hubert schraubt diesen Ball in das Gehäuse des UFC Hallein und es steht nach 29 Minuten nach diesem super Freistoß 0:2 für den SC Golling. Hier keine Abwehrchance für Stadelbauer. Ja, also 0:2, aber die Hallainer kamen wieder. Und nach 35 Minuten gab es dann 11 Meter. Hier ein Foul von Sedic. Und Schiedsrichter Wolfram Aufschneider entscheidet hier sofort auf Strafstoß. Und das erledigte dann David Reichinger mit dem Anschlusstreffer. Super getretener Elfmeter von David Reichinger. Genau unter die Latte. Keine Chance für Kulic im Tor der Gollinger. Hier sehen wir diesen Elfmeter nochmal. Wirklich klasse geschossen von Reichinger. Ja, 2:1, aber es sind dann die Hallainer, die hier Ostergeschenke verteilen. Hier ein Fehler im Mittelfeld und dann ist es wieder der überragende Erik Mitterlechner mit dem Ball zur Mitte. Und dann haben wir hier ein Eigentor von Andre Zrinic und es steht 3:1. Für den SC Golling nach 39 Spielminuten. Ja, und da war dann auch natürlich schon Pech dabei. Springt ihm der Ball genau auf die Brust. 3:1. Ja, einen haben wir dann noch im ersten Durchgang. 44. Minute. Noch ein Eckball von Sedic. Und dieser Ball klatscht hier an den Pfosten. Also Glück hier für den UFC Hallein. Und dann ist es hier nochmal Sedic. Aber dieser Ball geht über das Tor. Halbzeitstand hier in Hallein 1:3. Taxi Steiner, Ihr verlässliches Taxi im Tennengau. Ob Krankentransporte, Flughafen- und Bahntransfer, Heimbringerservice oder Kurierdienste. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Komm einer zum Steiner. 06245 70 77 5. So, dann gehen wir rein in den zweiten Durchgang und es ging genauso munter weiter, wie der erste Durchgang aufgehört hat. In der zweiten Hälfte kommen dann gleich mal die Gollinger in der 48. Minute wieder über Sedic. Aber gut gehalten von Stadelbauer und nur eine Minute später gab es dann einen Freistoß für den UFC Hallein und das machte Reichinger, aber ganz sicher gehalten von Artin Kulic. Ja, die Hallainer wollten natürlich hier wieder zum Anschluss zum 3:2
gekommen und man investierte oder man versuchte hier einiges zu investieren. Hier, guter Ball zur Mitte und an Tanzberger. Gute Ballabnahme, aber der Ball geht dann doch eher deutlich am Tor vorbei. Und dann ist es aber in der 58. Minute Lukas Brückler, der hier alleine vor Stahlbauer auftaucht. Und er erzielt das 1:4 nach 58 Spielminuten. Super Tor von Lukas Brückler. Ja, und dann gleich nach dem Anstoß kommen wieder die Gollinger. Und wir zählen genau 36 Sekunden nach dem 4:1 taucht hier Erik Mitterlechner vorm Tor der Hallener auf und er macht das 5:1, ein Doppelschlag. 59. Spielminute. 5:1 für den SC Golling. Was ist hier los in der Salinenstadt? Ja, und die Hallener aber auch weiter bemüht und kommen auch gelegentlich zu ihren Möglichkeiten. Hier war es wieder David Reichinger. Es war zwar ein kalter Apriltag hier in Hallein, aber den Zusehern, denen könnte schon warm geworden sein hier bei diesem Spiel. Tolle Szenen auf beiden Seiten hier. 71. Minute wieder Tanzberger und gut gehalten wieder von Kuljic. Und dann bleiben wir in derselben Szene dann. Ein weiter Ausschuss von Kuljic. Der Ball wird einmal verlängert und er landet bei Erik Mitterlechner. Und er erzielt hier das 6:1 für den SC Golling in der 71. Spielminute. Trifft Erik Mitterlechner zum 6:1. Ja, in der weiteren Folge das Spiel dann natürlich entschieden und die Gollinger kamen dann immer wieder noch zu Möglichkeiten. Hier war es wieder Mitterlechner, aber Stadelbauer konnte abwehren und in der 90. Minute ist es dann nochmal Gigic mit einer Chance, aber dieser Ball ging dann auch am Tor vorbei. Die Lessacher Boys gewinnen also hier in Hallein mit 6:1 und wir haben jetzt noch für euch die Stimmen zum Spiel. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, also was für ein Spitzenspiel hier und was für eine Vorstellung des SC Golling hier in Hallein. 6:1 Sieg für den SC Golling und bei uns ist jetzt der Kapitän Florian Tügruber. Florian, eine unfassbare Leistung, 6:1. Warum hat das halt so gut funktioniert und was ist dein Fazit vom Spiel? Ja, also erstmal Gratulation an die Mannschaft. War wirklich ein Wahnsinnsauftritt heute. Jeder hat alles reingeworfen, was er hat. Und wir haben alles gegeben, damit wir da heute mit 3 Punkten vom Platz gehen. Gut war sicher, ja, ein bisschen von letzter Woche haben wir noch was gut zu machen gehabt. Das haben wir versucht, natürlich heute von Anfang an gleich umzusetzen. Und wir waren von der ersten Minute an brennheiß und haben echt alles reingeworfen. Und wie man sieht, ist gut ausgegangen. War das eben, wie du sagst, die richtige Antwort, oder? Auf die Niederlage letzte Woche? Genau, so würde ich sagen. Also besser kann man nicht antworten gegen einen Tabellenführer mit 6:1 gewinnen. Warum ist es so gut gelaufen? Haben euch die schnellen Tore in die Karten gespielt? Ja, also man muss dazu sagen, am Anfang haben wir ein bisschen Glück gehabt, mit dem, glaube ich, nach 2 Minuten oder so mit dem Lattentreffer oder ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wenn es da 1:0 in Rückstand gerät, dann schaut es gleich mal wieder anders da aus. Aber im Großen und Ganzen, dann haben wir halt Druck ohne Ende, haben wir eigentlich 90% Ballbesitz gefühlt gehabt, haben richtig coole Ballstaffetten gemacht und ja, dann gleich mal 2 Tore gemacht. Was kann man jetzt von dem Spiel mitnehmen? Kann man da jetzt, war das sowas wie ein Türöffner für die weitere Saison, der war so richtig, dass man eine dicke Brust kriegt? Auf jeden Fall, ja. Also wir waren ja eigentlich gut drauf, wir haben ja eigentlich super, sind super ins Frühjahr gestartet. Letzte Woche halt dann den Dämpfer, aber ja, das gibt natürlich jetzt mehr Auftrieb natürlich. Nächste Woche geht es gegen Teugau, das wird sicher ein ganz schwieriges Spiel in Teugau. Ah, Entschuldigung, daheim, oder? So viel was? Ja, genau. Teugau kommt zu euch. Ja. Heißt auch nichts, Teugau ist trotzdem ein sehr unangenehmer Gegner, wahrscheinlich eher so wie Hallwang. Was erwartest du da für ein Spiel und was glaubst du, ist da wieder drinnen für euch jetzt? Ja, also bei uns ist in der Liga ist keine Mannschaft wirklich schlecht. Jeder kann jeden schlagen. Von dem her erwarten wir uns da wieder eine heiße Partie, würde ich sagen. Auf unserem Rasen ist es immer ein bisschen schwieriger, weil er relativ klein ist und jetzt nicht vielleicht die superklasse Rasal, was man aus dem Wembley-Stadion kennt, aber ist wurscht. Wir spielen gern drauf und ja, viel Kampf, viel Krampf und hoffen wir mit einem besseren Ende für uns. Also mit dem
Ergebnis kann man wirklich gut in das Osterwochenende starten. Wir sagen nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke Flo, dass du noch bei uns warst und wir wünschen euch natürlich alles Gute für die weitere Saison. Vielen Dank, danke. Danke. Euch auch. Ciao. Sitzer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, und jetzt haben wir noch bei uns David Reichinger vom UFC Hallein. David, eine sehr erfolgreiche Saison. Letzte Woche eine Niederlage, heute zu Hause eine deutliche Niederlage gegen den SC Golling. Was ist dein Fazit von dem Spiel und warum denkst du, ist es heute so passiert? Ja, ist natürlich bitter, daheim in einem Derby so ein Watschen sozusagen zu kriegen. Aber irgendwie ist gerade der Wurm drinnen. Weiß nicht, wir haben einige Ausfälle jetzt gehabt, auch mit Fieber, Grippe oder keine Ahnung, da geht irgendwas um. Ist natürlich keine Ausrede für das, dass wir jedes Mal einen Schritt zu langsam waren. Das Team falsch verteidigt, das war halt nicht kompakt von den Stürmern bis zu den Verteidigern, da hat einfach von und hinten nichts zusammengepasst. Und gegen eine Mannschaft wie Golling, die haben halt auch ein schnelles Umschaltspiel, hat das halt dann, schaut das halt dann gleich blöd aus. Kriegst in 5 Minuten 3 Tore. Ja. Aber es macht natürlich was aus, oder? Wenn man dann im Mittelfeld an Silla, an Alic hergeben muss, oder? Klar, die zwei sind unser Herz. Der Silly ist unser Spielmacher, der Adil der Zerstörer. Mhm. Wenn zwei solche halt fehlen, das merkst du halt dann. Merkst du auch beim Nachschieben, das Umschaltspiel bei uns normalerweise, das macht uns das stark. Ball erobern, Adil, Silly, klein die Schnittstelle vorne rein bei uns. Aber es hat halt heute gefehlt. Letzte Woche haben wir das Glück nicht gehabt, da haben wir die Chancen gehabt. Und heute hat uns halt Golling mit jeder Chance eiskalt bestraft. Jetzt geht es nächste Woche am Sonntag gegen Bramberg. Was erwartest du jetzt da für ein Spiel oder wie erwartest du Bramberg? Ja, jetzt haben wir 4 Tage Pause, sollen sie mal alle auskurieren. Und dann am Mittwoch starten wir wieder gemeinsam ins Training, müssen wir das Team dann einfach zusammenstehen. Wir sind immer noch der Bönführer und dann greifen wir nächste Woche wieder an und fahren dann einen Auswärtssieg ein und dann schaut das Ganze wieder anders aus. David, ich sage herzlichen Dank, dass du noch die Zeit genommen hast und bei uns warst und wir wünschen euch natürlich alles danke, Gute für die weitere schönes Saison. Wochenende. Danke, gell. Und wir von Sitzer Sport TV verabschieden uns jetzt hier vom UFC Hallein Platz, wünschen euch schöne Ostern, bis zum nächsten Mal. Tschüss.